Das Projekt Calver Passage in Stuttgart ist ein sehr interessantes Projekt. Auch hier durften wir zur Theodor-Heuss-Straße, zum Calverplatz und zur Rote-Bühl-Straße Grünfassaden realisieren. Der Architekt ist Christoph Ingenhofen aus Düsseldorf. Die Grünfassaden um das Gebäude haben eine Gesamtlänge von ca. 2000 Metern. Das heißt, wir haben eine vorgelagerte Konstruktion vor den Brüstungen, die begehbar ist, komplett über Stege für den Beschnitt bzw. für den Zugang der Gärtner. Das heißt, die Pflanzen sind dem Gebäude vorgelagert und bringen natürlich für das Gebäude außer Sichtschutz und eine Begrünung und eine gestalterische Wirkung eben auch ein gewisses Maß an Lärmschutz und Sichtschutz. Es wurden dort verschiedenste Pflanzen ausgewählt. Also wir sprechen hier von einer Mischkultur, die sich komplett in einem bunt gewählten Mix um das Gebäude zieht. Also es werden verschiedene heimische Pflanzen eben eingesetzt. Es sind Kletterpflanzen, es sind bodengebundene Pflanzen, es sind Rankpflanzen, es sind teilweise immer grüne Pflanzen. Der Wunsch war es eben, im Sommer ein grünes Bild zu haben und auch noch ein gewisses grünes Bild im Winter zu haben. Im Winter ist immer Frost ein bisschen ein Thema. Das heißt, die immergrünen Pflanzen, die brauchen natürlich auch im Winter Wasser. Das heißt, die Bewässerung muss relativ früh wieder anspringen, um die immergrünen Pflanzen im Winter auch mit Wasser zu versorgen, weil die Pflanzen, sobald die Photosynthese eben einsetzt, auch das Wasser benötigen. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund dafür, warum diese Pflanzen im Winter absterben. Nicht, weil es zu kalt ist, sondern einfach, weil sie kein Wasser haben. Und das ist eine Herausforderung, die man dann eben in der Ausbildung des Bewässerungssystems eben beachten muss. Also aktuell dürfen wir noch ein neues Grünfassadenprojekt in Stuttgart bearbeiten. Das ist das Q20 im Neckarpark, direkt in der Nähe des Stadions von Stuttgart. Auch hier haben wir eben Grünfassaden, zumeist im Innenhof und teilweise in Ausschnitten in der Außenhülle der drei Gebäude. Die Architekten sind Kaspar Architekten aus Köln. Vorgabe gemäß Bebauungsplan ist eine Begrünung von 30% der Fassadenfläche. Aufgrund der Ausbildung von drei verschiedenen Baukörpern, also drei freistehenden einzelnen Gebäuden auf diesem Bauplatz eben, hat man relativ viel Fassadenfläche und es ergibt natürlich schönerweise dann eine relativ grüne und schön grüne Fassade. Die Vorgabe für die Begrünung ist, 30% der Fassadenfläche zu begrünen, was man dann natürlich durch unterschiedliche Maßnahmen versucht, auch umzusetzen oder auch umsetzen wird. Es werden Pflanzen eben geschossweise geschichtet. Das Gebäude, die Gebäudeteile an den Innenhöfen sind nach innen geneigt. Das heißt, man hat teilweise Rücksprünge, wo man geschossweise eben eine Begrünung realisieren kann. Angedacht ist es, dass die Pflanzen zum einen natürlich nach oben ranken, aber zum anderen auch nach unten hängen, um so wirklich auch diese ganze Fassadenfläche auszunutzen, vielleicht sogar in der Tiefe, aber natürlich in der kompletten Ansicht, um diese 30% Begrünung zu realisieren oder bestenfalls natürlich noch zu übertreffen. Also wie man diese 30% der begrünten Fläche, Fassadenfläche, dann nachher nachweist, werden wir natürlich jetzt in den weiteren oder vorliegenden Planungsphasen weiter vertiefen und bearbeiten. Unser Ziel ist es natürlich, so viel wie möglich zu begrünen und auch wirklich effektiv diese 30% zu generieren. Ob man dann von der Pflanzebene bis zum Ende des Rangseils einen Abminderungsfaktor annimmt, zum Beispiel vor einer verglasten Fläche, weil sie nicht komplett zuwachsen wird, ist jetzt gerade noch offen. Kompensieren könnte man das eben über ein Mehr an Fläche, was man begrünt. Aber da bedarf es noch weiterer Abstimmungen.